Ja, hallo in Kurei. So, hier geht's heute mal weiter. Ihr habt da ein bisschen was verpasst, weil, keine Ahnung, bei mir das OBS gestreikt hat. Letzte Aufnahme wollte ich eigentlich oder habe ich da einen Ladewagen voll Gras noch in den Kompostmaster gebracht und ja. Dann den Zetter und den Schwader da hinten hergeholt. Ja, mehr eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, aber leider, hallo, hier geblieben. Leider hat das nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Ergo, ja, steigen wir jetzt hier ein. Wie gesagt, was ich hatte dann, nachdem ich das Zeugs geholt hatte, hatte ich halt hier angefangen zu zettern. Was ich mir gedacht habe, okay, wir legen uns mal einen kleinen Heuvorrat in unserem Heu- und Strohlager an. Handbremse rein, die stört jetzt hier. Dann schalten wir den mal an, unseren Frosch hier. Den fahren wir jetzt mal kurz hier vor gleich. Dann ist er verräumt. Genau. Und ja, wie gesagt, dann machen wir hier ihr Zeug noch und sammeln das ein bisschen. Wie rum? Ich glaube, von hier müsste ich drauf fahren, ja? Das sieht so aus. Hier auch brav das Ablegen ordnungsgemäß. So, dann laufen wir mal hier zu unserem IHC zurück. Gang rein. Ja, zwei Runden noch. Dann hängen wir den Schwader dran, sammeln ein bisschen, obwohl das brauchen wir eigentlich. Machen wir es. Ach ja, komm, wir schwadern ein bisschen, ich habe Lust drauf. Jo. Und dann bringen wir das Zeugs weg. Als nächstes dann denke ich, holen wir den Dutra her, dass wir das Ganze hier dann pflügen, durch Feld draus machen und dann gucken wir mal, was wir ansäen.
denke, wir machen als erstes, wir gucken mal gleich nach, was die, was es für die Fischzucht braucht. So, klappen wir das Ding gleich zusammen. Also irgendwas muss ich mir überlegen hier. Für mein Lenkrad. Das ist so ein bisschen dusselig. Weil das so ein... Ich habe einen Schreibtisch gewechselt und da habe ich eine andere Platte und die ist nicht ganz so glatt, wie das die alte war. Da geht das vergleichsweise einfach ab, was suboptimal ist. So. Was wackelt der denn hier so? Ich habe doch genug FPS eigentlich. So. Da liegt das an. Liegt das an der Innenkamera vielleicht? Keine Ahnung. So. Wunderbar. Anwerfen und los geht's. Ach, da hinten habe ich auch noch die zwei Seiten. Kann man ja gleich noch machen. Ziehen wir es gleich. Geht das? Wird das passen? Ich weiß es gar nicht. Naja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen sie. Also jetzt machen wir es einfach einzeln. Das ist ja egal hier. Das ist ja egal. Und weiter geht's. Ja, so Grünlandarbeit macht durchaus Spaß, finde ich. No, wo fahre ich denn lang hier? Hoch mit dem Ding. Mal wieder aus da, das ist schmarrn. Juhu. Ein bisschen crossfahren zwischendurch. Genau, dann gucken wir, wie gesagt, gleich, wenn wir hier durch sind, schauen wir mal im... Habe ich das Farming-Tablet oder... Wir fahren mal kurz zur Fischzucht, schauen mal, was wir dafür brauchen.
Oder wir machen einfach erstmal Getreide und bringen es zur Mühle. Das fällt mir da ein. Das wäre ja theoretisch auch eine, nicht nur theoretisch, das wäre praktisch auch eine Idee. Weil für die Fische brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall zwei Sachen. Da braucht es, glaube ich, Sojabohnen noch. Ich schau mal gleich, ob ich das Farming Tablet mit den, ob ich da schon was gekauft habe, die Apps. Ansonsten, wie gesagt, fahren wir mal kurz hin. Das wäre auch kein Problem. So. Einmal hin, einmal her. Ja, den IHC hier, den mag ich. Also muss ich eindeutig sagen, der gefällt mir. Ja, heute kam ja auch das Youngtimer DLC. Da gehört er ja, glaube ich, auch dazu. Das dürfte ja eigentlich auch ein Youngtimer sein hier. Also mir gefällt es ganz gut, muss ich sagen. Es sind ein paar nette Sachen dabei. Ja, ist natürlich kein High-End-Mod in dem Sinne mit IC und so weiter, aber da muss man halt auch sagen, das hätte mich jetzt an der Stelle gewundert in Anbetracht der Tatsache, dass es eben auch von Giants ist sozusagen. Ach, da hinten war noch ein bisschen was, genau. Ich wusste es doch. Wie gesagt, warten wir mal ab, was vielleicht im LS19 kommt an der Stelle. Vielleicht gibt es das eine oder andere mit IC. Im Standard dann ja auch von Giants selbst sozusagen. So. Dann machen wir an der Stelle hier mal weiter. Ist auch cool, wie der ausgeht, der Sound dabei. So, machen wir die laute Kiste an, weil der ist ja wirklich laut hier. Genau, hier mit unserem Schummelwagen. Bleiben wir doch besser im Low-Bereich, er schaltet von alleine hoch.
dann fahren wir das zwecks mal. No, 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 schafft das? Ich finde das so lustig. Wieso geht er denn so runter? Gut, lasttechnisch ist es jetzt nicht verkehrt, aber... Genau, was wir vielleicht auch machen können. Ups. Wenn wir dann hier die erste. Ach, der ist voll. Deswegen. Alles klar. Ja, genau. Wisst ihr was? Dann nutzen wir das jetzt gerade. Und. Zeichnen wir uns einen Kurs auf von Feld 4 nach Hause sozusagen. Ach, gehen wir mal hier rein. Ist bei weitem nicht so laut, weil das Ding ist ja wirklich richtig laut, die Kiste. Aber wie gesagt, dann können wir hier auch an der Ecke ein Weg hin, ein Weg zurück, quasi jeweils immer auch Cosplay fahren lassen, was ja doch nicht verkehrt ist. Genau. Hier die Holperstrecke. Ich finde die ja irgendwie cool. Ich mag das. Man ist schon sehr extrem teilweise, aber keine Ahnung. Würde mich interessieren, ob das wirklich so ist auch. In Ansätzen. Man könnte sich das ja angucken. Es gibt den Ort Kurei ja tatsächlich, so wie es aussieht. Und jo. Genau, also jetzt fahren wir mal hier nicht direkt ans Lager ran, sondern fahren wir jetzt mal auf dem Hof rauf. So, hier machen wir einen Wartepunkt. Und Aufnahme Schluss und sagen mal F4 nach Hof. So, wunderbar. Jetzt müssten wir theoretisch hier vorne abkippen können und brav unser Zeugs einlagern sozusagen. Halt. Ah, Hilfe. Ah, hier. Genau. Das heißt, das müsste man dann ja hier irgendwie auch. Genau, da. Das ist unser Heu. Ja, das müssen wir mal irgendwie alles übersetzen hier. So, wartet. Jetzt
Ah, ich gehe wieder rein. Jetzt drehen wir nochmal um. Jetzt fahren wir den Kurs nochmal zurück. Und zwar vorne von der Hofeinfahrt. Wir machen da auch zum Feld 4 sozusagen für so dann von hier an auf wie geht's für die nächste Runde, dann können wir nämlich schon auch den ja, unseren Frosch und den IAC zurückfahren lassen. Einen nach dem anderen. Dann sind die auch schon wieder verräumt. Genau. Ich hoffe, der Kurs funktioniert dann auch noch da bei den Bäumen, wenn wir mal ein größeres Gerät haben. Gut, ansonsten müssen wir da zwei Bäume fällen oder sowas, wenn einer stört. Die Option haben wir ja. Wir können ja einen daneben pflanzen, einen Meter weiter, weg vom Weg. Dann sieht es wieder so aus wie vorher oder fast. Genau. Jung. Jetzt mal gerade gucken, wie viel wir dann noch rauskriegen, weil meine 60.000, wenn wir jetzt noch einen zweiten, sonst fahren wir jetzt noch einen zweiten Heu ins Lager, einen zweiten Wagen und dann würde ich den Rest zur Silage fermentieren. Das müsste, glaube ich, gehen beim mit dem Fermenting-Silo vom GTX. Weil da kommt relativ, es ist relativ ergiebig hier. Mal gucken, wie viel wir fahren müssen. Zwei Runden, oder? Nur zwei lange Reihen. Da ist das Ding voll. Ja, dann können wir noch, dann würde ich sagen, packen wir den Rest auf jeden Fall. Packen wir noch was ins Silo. Dann müssten wir die Wiese hier optimal ausgenutzt haben und können ohne schlechtes, ach, was habe ich denn jetzt gemacht, ohne schlechtes Gewissen. Ja gut, das ist jetzt egal, jetzt machen wir das. Das löschen wir jetzt. Vergessen. Vergessen. Dann können wir gleich mal ausprobieren. Und Christina soll fahren. Genau, ich fahre mal vorweg. Und dann fahren wir hier mit dem IHC den Weg gerade zurück und nehmen den Kurs auf.
Screenshot hier. Jo. Genau. Ja, dann würde ich auch sagen, kommen wir schon wieder zum Ende hier. Hat schon wieder leicht Überlänge, die Serie, die Folge. Ja, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich freue mich natürlich, wenn ihr einen Daumen, ein Abo, einen Kommentar da lasst. Ja, und dann geht es die nächsten ein, zwei Tage hier weiter. Und Stappenbach wird auch kommen. Und ich muss mal schauen, jetzt über die Feiertage, vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Think Big sozusagen. Spielen noch ein bisschen auf der Rattlesnake, wo noch ein paar Arbeiten gemacht werden müssen, bevor ich damit dann auf die Oberpfalz umziehe. Genau. So. In diesem Sinne, macht's gut. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.